Miltec. Ja, Miltec. Wet Weather Jacket. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Also nasses Wetterjacke. Und zwar mit einem Inlet, Fleece-Inlet, das man auch rausnehmen kann. Die Jacke habe ich jetzt seit einigen Wochen im Einsatz. Und wenn du wissen willst, was sie kann, dann würde ich sagen, bleib dran. Ja, hallo, willkommen. Da ist der René Osmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren, sonnigen, aber leicht windig und auch kühlen Buschkraftareal auf Aldo Labbadé. Wow, 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 jetzt kommt der Wind rein. Es ist mir eine Freude, dass du mit dabei bist. Hinter mir die Wildlandfarm und ich muss leider immer wieder mal, das tut mir jetzt wirklich leid, immer die Brille aufsetzen. Schau mal, wunderbare Aussicht, aber diese Schneefläche, ich sag's, boah, daher, das ist keine Bösigkeit von mir. Ich muss die Brille aufsetzen, es geht nicht anders. Weißt du, wegen Schneeblind und so. Diese Jacke hier, diese Miltec-Jacke, die habe ich seit einigen Wochen im Einsatz und da ist es jetzt etwas schwierig zu sagen, ob sie super ist oder nicht super oder ob sie das Beste ist der Welt. Aber gehen wir es ganz systematisch an und ich werde sie in den Langzeittest nehmen. Das hat sie auf jeden Fall verdient, auf jeden Fall verdient. Und dann werden wir ganz einfach sehen, was sie dann wirklich kann. Ich schätze mal, in einem Jahr werde ich dann wieder drüber sprechen. So, diese Jacke hier ist wasserdicht, sagt zumindest der Hersteller. Und ich vertraue ihnen da ganz einfach. So. Ich hatte noch keine Gelegenheit, sie bei absolut strömendem Regen auszuprobieren. Es hat jetzt vor einiger Zeit geschneit oder immer wieder geschneit. Da hatte ich sie an. Das war kein Thema. Aber das ist nicht dasselbe. Klar, der Schnee fliegt dann rauf und schmilzt. Aber das ist nicht dasselbe als voller Regen, so richtig wie aus Kübeln. Das ist ganz was anderes. Das werden wir testen und da werde ich dann das nächste Mal davon berichten. Windig, das kann ich dir jetzt gleich sagen, das ist sie. Also da merke ich definitiv einen Unterschied, ob ich jetzt so dastehe oder eben mit dieser Jacke hier. Das ist einmal sehr, sehr nett. Ich habe hier eine XXL gekauft. XXXL gekauft. Weil ich mir gedacht habe, ich bin so dick geworden, was wirklich wahr ist. Und habe mir gedacht, ja, wollen wir sicher gehen, dass alles in Ordnung ist. Die ist mir etwas zu groß. Also die ist mir sogar etwas zu groß. Eine XXL würde reichen. Und ja, einfach so vom Maß her. Übrigens, das Ding habe ich selbst nicht im Shop, also Kleidung und so weiter. Da traue ich mir nicht drüber mit dem Rücksenden und so weiter. Daher billige Eigenwerbung. Ich gebe da trotzdem den Link, natürlich, wo du sie kaufen kannst. Schau dir das ganz einfach an. Und natürlich billige Eigenwerbung. Den Link hier auf Waldurlaub und auf unsere wunderbare Wildlandfarm. Auch das muss dabei sein. So, jetzt zur Jacke zurück. Das ganze Teil hat einen sehr fetten Zip und das ist das Schöne, der ist richtig fett. Das heißt, da braucht man kein Feinmotoriker sein, um das hier einzubauen. Also so, also zwei Wege Reißverschlusssystem. Es sind da auch so Kordeln drauf. Ich finde das sehr praktisch, weil stell dir jetzt vor, du hast Handschuhe an und ich kann dir nur sagen, es scheint jetzt hier schön die Sonne, da ist alles wunderbar, aber wenn dann die Sonne weg ist, der Wind kommt, da kannst du nicht so herumstehen. Ist auch einfach so. So, das heißt, Jacke zumachen, geht bis ganz nach oben zu, das ist einmal sehr, sehr schön. Und es hat ein Zwei-Wege-System, das heißt, ich kann jetzt auch sagen, ich möchte da irgendwo reingreifen, ich habe da einen Schal oder einen Schemack oder was auch immer eingebaut und möchte das Ganze nicht aufmachen, möchte jetzt zugreifen auf die Netztaschen, es sind nämlich zwei Netztaschen hier mit dabei, zeige ich dir dann nachher. Das ist sehr schön gemacht und der Zip, der hakelt auch nicht so richtig. Weißt du, es gibt manchmal Zips, die fürchterlich sind, die von Anfang an fürchterlich sind. Und das bezweifle ich, dass das bei dem hier der Fall ist. Und es ist innen, ja, so, es ist innen dann noch einmal ein kleiner Steg eingebaut. Ja, ich weiß nicht, ob die das absichtlich gemacht haben oder ob das sein muss. Da ist noch einmal ein Steg eingebaut und der deckt den inneren Zip ab. Ja, weil ich kann auch dieses Vlies hier noch einmal rausnehmen und diese Wet Weather Jacket, noch einmal ohne Vlies, ohne den Vlies tragen. Das habe ich schon einmal bei einer anderen Miltec Jacke gesehen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie die heißt, aber ich gebe da oben den Link. Schau dir das an, das ist eher so eine Winterjacke. Selbes Prinzip. Und eines ist natürlich auch klar. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, im Herbst, es ist ein bisschen kühler, es ist nicht saukalt, es hat nicht minus 20 Grad, aber es hat so 5 bis 10 Grad. 10 Grad reichen da schon. Und es regnet immer so dahin. Da ist, wenn du, auch wenn du eine Regenhaut hast, wie man so schön sagt, ein Regenponcho oder was auch immer, wenn du das direkt aufliegen hast, das ist einfach unangenehm. Und da ist so ein kleines Vlies einfach, das macht den Unterschied einfach aus. Aber sei es drum. Gut, wenn ich, außen kann man jetzt noch einmal abdecken. Ja, das Ganze ist mit Druckknöpfen, dann auch mit diesen, dann schön ab,
abgerundet, damit wasserdicht. Ich meine, seitlich könnte da jetzt schon Wasser hinein, aber da muss es wirklich schiffen, so richtig, ja. Schütten aus Kübeln, mag so sein. Dann haben wir hier bei der Jacke, und jetzt ziehe ich sie am besten aus, um dir das schön zu zeigen. Also die geht auch wirklich tief runter, über den Popo drüber. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Du hast hier zwei Taschen, Außentaschen, die auch mit einem Zip versehen sind. Und wirklich groß ist. Oh, was kommt da raus? Ja, Reini Rossmann, Irbismesser, billige Eigenwerbung, und sein Gewicht auch unten den Linke. Wenn du dich für meine Messe interessierst, schau dir das ganz einfach an. Aber sei es drum, diese Tasche ist wirklich groß. Da passt wirklich was rein. Ich mache das gern so, ich werfe da alles rein. Vom Kleinteil, Taschentuch, Handschuhe, Messer. Und natürlich passiert es dann, wenn ich hier was rausziehe, dann greife ich mal, was ist da das Richtige, und dann fliegt vielleicht was raus. Das könnte hier passieren, da musst du aber aufpassen. Gut, ist abgedeckt, also der Zip ist abgedeckt, und der hier ist außen, der ist, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber das ist so ein Wasserdichter, ein Regendichter, ja, Zip, auf beiden Seiten. Das haben sie sehr schön gemacht, das gefällt mir sehr gut. Sonst habe ich jetzt hier an der Brust keine Taschen, aber ich habe hier, und da kann ich mal die Jacke jetzt dazu wieder anziehen, hier seitlich natürlich Patches, muss man reine Rossmann-Patches drauf machen. Nein, Patches kann man da dazu machen. Ist seitlich diese Ärmeltasche, die ich sehr gern mag. An die habe ich mich gewöhnt, seit ich Carinthia MIG 2.0, mit der habe ich angefangen. Ja. Seitdem habe ich mich an das gewohnt und finde das sehr, sehr nett und sehr gut gemacht. Es steht bei der Jacke auch nicht irgendwelche Fäden oder irgend sowas ab, wo man sagt, okay, Miltec hat ja immer so den Ruf, Miltec, und es gibt auch wirklich Produkte, die wirklich am Müll sind. Die Jacke gehört jetzt nach ein paar Wochen Einsatz, muss man auch dazu sagen, fix nicht dazu. Und auch alles sauber verarbeitet. Also das ist einfach was anderes. Es ist low budget, logischerweise, aber nicht low quality. Und das ist der große Unterschied. Und das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Sei es drum. So. Ich habe noch nicht geknackt. Ja, ich habe eines noch nicht geknackt. Und zwar, da irgendwo müsste, laut der Beschreibung, ich habe es gefunden. Das habe ich jetzt hier gefunden. Da habe ich, der bin noch nie benutzt. Schau mal her. Ist das eine Tasche? Ich kann nämlich hier, ist das auf der anderen Seite, auf der Seite auch? Nein, auf der Seite ist es nicht. Ich habe nämlich in der Beschreibung auf Amazon gelesen, dass es hier eine fette Innentasche geben sollte, und die ist da. Also du kannst hier noch einmal, schau mal her, wie groß das ist. Ja? Da ist noch einmal eine kleine Innentasche. Auch da kann man noch Ausrüstung mit einbringen. Ja, Schlüssel oder sonst irgendetwas, das ist aber wirklich fett. Oder die Haube oder so, wobei die ist dann innen, da müsst ihr dann aufmachen, um die Haube reinzugeben. Da muss ich noch drüber nachdenken, soll so sein. Es gibt dann hier zwei Netztaschen, die wird eher für Haube und Handschuhe passen. Das habe ich hier auf dieser Seite, auf beiden Seiten. Das ist einmal ganz nett gemacht. Das Vlies siehst du jetzt hier, da ist dann hier noch einmal in dieser Vliesjacke etwas eingenäht. Weiß ich nicht, damit das vielleicht hier, ich weiß nicht, was da der Hintergrund ist, warum das nicht ein Vliesteil ist. Kann ich nicht sagen, ist auf jeden Fall so. Und das Vlies geht vom Kragen her fast bis ganz nach oben. Ja, das ist dann nur so ein kleiner Bereich, der ohne Vlies ist. Und das ist meiner Meinung nach absolut ausreichend. Also mir reicht das um diese Jacke bei Wind und Wetter. Und das habe ich schon ausprobieren dürfen. Hier Waldurlaub, windig, kommt der Winter her, es schneit, der Schnee kommt quasi waagrecht daher. Also da bist du froh, wenn da alles komplett zu ist. Hier eine Kapuze. Ja. Das ist ein Bändchen, das ist so ein Textilbändchen, also das ist kein Flexicord oder so. Und kann man jetzt hier schön zumachen, und dann schaut sozusagen nur mehr das Maul raus. Gut, soll so sein. Dieser Teil hier ist nicht mehr besetzt, also da ist jetzt kein Vlies oder irgendetwas Flauschiges. Das heißt, eine Haube macht ganz einfach Sinn. Ich habe ja auch immer wieder mal Jacken, Winterjacken auch vorgestellt, bei denen war es so, da war hier innen drinnen auch noch einmal Felle oder sonst irgendwas dabei. Das habe ich hier bei dieser Jacke nicht. Da ich sie ja viel zu groß habe, wirklich, da habe ich mich gefühlt wie der Schlankomat, aber das bin ich nicht. Ne? Also da könnte ich jetzt drunter noch einmal eine Jacke anziehen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, ich habe vor kurzem einen Helikontext vorgestellt, die geht sich da drunter aus, aber dann wird es da drinnen wirklich sauwarm. Also das ist nichts für Standardtemperaturen. Also da muss es wirklich, da muss es einmal minus 10 Grad haben oder minus 5 Grad und dann voller Wind, dass der Windchill noch einmal runterkühlt. Ja? Aber das geht sie nicht aus. Soll so sein.
Aber weil ich sie ja zu groß auch habe, ist einfach der Ärmel. Man schaut das an. Schau dir die Ärmel an. Das ist ja wie. Und daher habe ich das extrem positiv gefunden, dass es hier diese Funktion gibt. Damit kann ich da zumachen. Also die ist mir einfach viel zu groß. Ich habe die einfach viel zu groß besorgt. Aber ist einfach so. Macht nichts. Die Jacke finde ich insgesamt cool. Ich werde sie jetzt immer wieder im Einsatz haben. Ich habe ja jeden Tag Gelegenheit dazu hier im Buschkraftareal. Das heißt, ich brauche die ja immer, wenn ich unterwegs bin. Und habe da viele unterschiedliche Jacken. Habe auch ein paar andere Sachen auch noch im Einsatz, aber dazu später. Ich werde den Langzeittest ganz einfach nehmen. Und wir werden dann mal drüber sprechen, was diese Wet Weather Jacket von Miltec kam. Und ich werde sie im Langzeittest für dich ja ganz einfach ausprobieren. Aber was ich jetzt schon sagen kann, ist Daumen nach oben momentan. Nichts Negatives finden können. Wenn du diese Wet Weather Jacket von Miltec hast, dann schreib mir bitte gerne einen Kommentar, was du davon hältst. Oder wenn du sie nicht hältst, ich muss die Brille wieder runternehmen, es ist höllisch hier. wenn du sie nicht hast, was ist deine Meinung dazu? Wie siehst du das und sowieso und überhaupt, das wird mir sehr nicht taugen. Ich gebe da unten den Link, ja, den Link auf das Produkt, schaust dir ganz einfach an, das Budget ist wirklich in Ordnung. Und ich gebe da natürlich den Link auf mein Messer, auf meine Patches und Waldurlaub, schau dich ganz einfach einmal um, ob das vielleicht was ist, dann kannst du eine Jacke auch wirklich wahrlich brauchen. Aus jetzt, Kommentar schreiben, Daumen nach oben oder nach unten, Abo dalassen und absolut beste Grüße aus dem Buschkraftareal auf waldurlaub.at von der Wildlandfarm. Ciao.